So, da sind wir im neuen Morgen. Und wir gehen nochmal los und, ja genau, die Tür ist zu. Und schauen nochmal, was wir da noch alles anpflanzen können. Da sollte ja noch ein bisschen was sein. So, aber das sieht jetzt hier alles schon recht erledigt aus. Ja, okay, gut. Dann kann ich ja mal andersrum, so, die Sachen wegmachen und dann werden wir weiter basteln hier mit dem Abtragen des Hügels. Irgendwie wollte ich doch von oben da. Ach ja, genau, ich war ja dabei, die ganze Vegetation erstmal wegzumachen. So, du musst leider auch weg. Ja, steht viel zu hoch. Ja, das dauert aber. Da hängt einiges dran. Ja, der, glaube ich, kann wohl stehen bleiben. Werden wir dann sehen. So, haben wir hier noch irgendwo Farren? Ja, doch, hier zum Beispiel. Nein, och. Ja, dann halt nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich den Farren hier auch aufsammle. Ich probiere das nochmal aus. Wir haben jetzt 34. Wo ist denn noch ein Farren? Jetzt sehe ich keinen mehr. Ja, na gut. Dann machen wir mal hier unten weiter. Der Baum hier kann stehen bleiben. Beziehungsweise fangen wir hier unten mal an. Was wir da eben mal so einen sichtbaren Anfang jetzt auch geschafft haben. Ich nehme einfach mal die große Schaufel hier. Und mache mal hier eine Schneise. Okay. Ich bin jetzt wirklich mit Schneise. Ja, aber sinnvoller wäre es doch von oben nach unten zu arbeiten. Aber ich weiß ja nicht, wie weit. Moment, ich muss da hinten in die Schneise gehen, die wir da schon geschnitten haben. Wenn ich herauskäme. So, irgendwo hier. Genau hier war das. So, dann kann ich das nämlich von oben sehen. Jetzt habe ich die Axt wieder weggenommen. So, und der hier kommt auch weg. Nee, aber Moment, warte mal, den kann ich ja lassen. Der wird dann halt einfach noch ein bisschen höher. So, und kann aber erstmal da stehen bleiben. So, jetzt weiter hier mit Erdabtrag. Das ist doch ein bisschen aufwendiger als gedacht hier. Ich dachte mir, das wäre nur so ein bisschen was hier. Ein bisschen Erde zwischen den Bäumen da. Aber nee, doch nicht. Naja gut, also weg soll es auf jeden Fall, weil ich den Platz frei haben will. Und das dauert halt so lange, wie es dauert. So, wie weit sind wir hier? Ja, ist noch ein Stück. Aber der Quergang hier, da sind wir schon am anderen Ende angelangt. Ja, ja, okay. So, da noch einer. Und der, und dann können wir schon zu den Erdarbeiten übergehen. Oh, da ist sogar Licht. Da kann ich die Schneise von oben sehen. Dann war da noch ein Rest. Ja, okay, gut. Soweit. Da oben sehe ich noch die Äste von dem Baum. Das bleibt aber jetzt erstmal noch alles da. So, wie weit? Ah, wir sind schon durch hier. So, aha, sehr gut. Jetzt können wir hier auf den Hügel raufgehen. Dann müssen wir uns nur hochbauen hier. So, und jetzt wissen wir, wie weit wir da was machen müssen. Also, die Schaufel wieder. Und dann fange ich mal hier an. Und dann wollte ich hier oben anfangen.
Ja gut, aber wir kommen voran hier. Da geht es. Oh, und da ist ja schon die Nee, das ist noch keine Schneise. Okay. War noch keine Schneise. Oh, da habe ich jetzt gerade Fahrrad mit abgebaut. Wo ist denn die Schneise hier? Oh, nee, nicht runterfallen. Hier. Da ist die. Da ist Fahrrad. So, nee. Doch nicht mehr. Pech gehabt. So, jetzt habe ich immer noch 34. Ja gut, das wird jetzt auch erstmal nicht mehr. Es sei denn, ich finde da noch was. Nee, erstmal nicht. Naja, gut. Egal. Ah, da muss ich noch Kies, ja. Da ist. Das sieht wieder so komisch aus hier. Aber da scheinen wir erstmal zum Ende gelangt zu sein. So, hier. Wie sieht es jetzt hier aus? Ich springe immer viel zu viel hier. Hin und her. Ich soll jetzt einfach mal hier die Erde wegmachen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was, aber das ist nicht so viel. Ich mache von oben wieder. So, dann ist irgendwo... Ne, da noch nicht. Da ist Fahren. Ich sehe Fahren. Okay, Moment. Nochmal nachschauen. 34. Jetzt brauche ich die Schere wieder. Da ist die. Ja, okay, es sind 35 jetzt. Das heißt, das hat geklappt. Ich muss also mit der linken Maustaste den Fahren abbauen. So, wo war das jetzt hier? Ach so, doch. Da sind wir ja schon ein bisschen zu weit. Das muss natürlich auch noch angeglichen werden. Aber eben nicht jetzt. Da ist nochmal Fahren. So, aber nicht mehr. Okay, gut. Ja, da ist wieder so viel Erde. Naja, gut. Ist halt so, wenn das so unregelmäßig ist, das Gelände. Und das Gleiche haben wir jetzt nicht nur mit der Erde, sondern das haben wir dann gleich nachher... Ah, nee, das kann ja bleiben. Hier. Haben wir gleich nachher mit dem Stein auch noch. Ja, komm, jetzt geht doch weg hier. So. Ja, dann sind wir hier wieder auf der Ebene, auf der wir sein wollen. Und da ist der Eingang. Okay. So, da ist da noch Erde. Oh ja, Moment, jetzt muss ich aufpassen, wie viel ich da weghaue. Weil ist ja kein Unglück, wenn ich jetzt ein bisschen zu viel wegmache. Dann mache ich das halt wieder hin. Oh, ich will hier mal Platz schaffen. Gut, ich nehme jetzt mal die Spitzhacke, die große hier, so. Kann ich mal dahin machen. Und dann mache ich jetzt einfach mal was frei, damit ich mich bewegen kann und ein bisschen was sehen kann. So, okay, das da bis hierhin. Ja, okay, sehr schön. Das Inventar wird auch immer voller. Das muss ich gleich ausleeren. Okay, das war schon mal das hier. Und dann machen wir das hier weg, diesen Überhang. Ja, dann arbeite ich mich einfach mal... Ah, Moment, ah. Ja, ist egal. Hier, nicht lange am Tun, einfach mal machen. Es wird ja auch gleich wieder Abend. Oder nein, ich meine, es ist schon Abend, aber es wird ja gleich wieder Nacht. So, war also gut. Okay. Und da haben wir das hier. Gut, dann gehe ich mal von der Seite aus hier.
Das wird ein Spaß, das alles wieder anzupflanzen hier. Aber gut, erstmal muss das weg und dann mit Erde vollgefüllt werden. So, ja, wir müssen ins Bett. Oh ja, und wie ist das jetzt mit Ernte? Habe ich denn dann noch was in der Kiste hier? Das sieht jetzt nicht so aus. Da habe ich noch zwei Äpfel. Ja, okay. Na, ich gehe mal ins Bett. Ist ja Zeit geworden. Jetzt bin ich schon die ganze Zeit hiermit beschäftigt. Und mit Gold habe ich noch gar nichts gemacht. Ja, weil das jetzt hier alles länger dauert als gedacht. Aber ich will jetzt hier mal einen vernünftigen Anfang machen. Auch wenn wir hier nicht fertig werden. So, und essen will ich jetzt erstmal. Ja, noch ein Brot. Also ich habe ja was mit. Ich habe ja auch was mitgebracht, aber ich wollte ja eigentlich gerne von dem leben, was ich hier so anbaue. Aber wie wir sehen, funktioniert das nicht so ganz. Es reicht nicht so ganz, was wir da so haben. Ich schneide jetzt mal hier so, mache jetzt mal hier so eine Schneise, dass wir da mal klare Verhältnisse haben. So, und jetzt hier. So, da ist noch Erde. Die machen wir nachher weg. Jetzt geht es erstmal noch hier an den Stein hier. Wir müssen das Ganze ja auch wieder mit Erde auffüllen. Das heißt, wir müssen noch eine Schicht Stein wegmachen. Und dann... So, ich stehe hier irgendwo davor. So, okay. Ah, siehst du, jetzt kann man hier so richtig was sehen. Ja, wir müssen schauen, wie weit wir das noch machen müssen. Achso, ich kann ja auf der Minikarte sehen, wie das Wasser da so ist. Ja, aber das würde ich sagen, das passt doch ungefähr schon so, dass wir dann ab hier auch nur noch den Hügel angleichen, aber nicht weiter abtragen. So, was ja auch noch Arbeit ist. Mehr als genug. So, hier ist hier... Ach, das sind noch... War das Hügel? Nee, das sind Äste. Die sehen ein bisschen komisch aus, aber macht nichts. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir schon bei dem Steinzeug sind, bleiben wir doch gleich hier und machen das weg. Gleich Erde rein. Dadurch wird das Inventar auch wieder leerer. So, ja. Und dann hier rüber. Okay, so, dann bleiben wir erstmal dabei. Dass wir das hier alles machen, voll machen mit Erde. Ja doch, so. Die beiden kommen auch gleich noch weg hier. Oder ne, es sind drei. So, hier rüber müssen wir auch einfach nur angleichen. Dann ja, okay. Nee, ich brauche hier die große Spitzhacke. Und dann, glaube ich, machen wir mal ein bisschen Pause hier. Dann haben wir da erstmal ein gutes Zeichen gesetzt. Und dann machen wir mit den Goldsachen weiter. Aber das hat ja Zeit, ne? Wir müssen uns ja nicht hetzen. Das wird alles gemacht, so nach und nach. Es kommt ja immer wieder eine neue Idee hinzu, wie zum Beispiel eben jetzt das hier. Das hatte ich ja auch nicht von Anfang an vor, dass ich da... Den Platz vor der ganzen Angelegenheit hier noch so frei machen. Aber das bietet sich halt einfach an. So, jetzt muss ich Erde hinlegen. Das kommt mal weg hier. Oh, da habe ich gar nicht so viel mit, aber ja, egal. Nee, nicht drüber. Da kann gleich wieder Erde weg. Habe ich noch einen Stamm hier? Ja, genau. Ja, ist halt nicht viel, was da an Vegetation wieder ist. Aber wir pflanzen das ja wieder an. Jetzt will ich erstmal hier nochmal alles mit Erde voll machen. Bevor wir da weitermachen. Bis zum Gewässer hin alles einebnen. Oh Mann, da war ja noch was.
Eigentlich könnte ich auch hier wieder mit dem Zauberstab arbeiten. Boah, nur habe ich irgendwie keine Lust drauf. Obwohl es sinnvoll wäre. Ich mache mal die Reihe noch fertig hier. So. Dann nehme ich mal den Zauberstab dahin. Oh, da habe ich noch Erde. Okay, gut, wir müssen mal das... Alles, was hier nicht unbedingt sein muss... Achso, ja, okay. Wegräumen. So, dann haben wir da noch Erde. Das war's. Mehr Erde haben wir nicht. Ja, das sieht gut aus hier. Da ist jetzt noch so eine Lücke. Moment, ich kann mich hier hinstellen. So. Ah ja, doch, ich kann ja hier weitermachen. Ne, und? So. Und jetzt schnell mal weg damit. Bevor da noch Unsinn geschieht. So, ah, sehr gut. Schön. Jetzt haben wir das schon mal hier. Ja, und hier noch ein bisschen angleichen. Das ist nicht viel. Aber jetzt würde ich gerne da den freien Blick haben zum Wasser. Oder zumindest bis zum Ufer, ja genau. Weil wir ja das so direkt bis zum Wasser nicht hinkommen. Ja, jetzt habe ich wieder Fahnen weggemacht. Ich hab's gerade noch mitgekriegt. So. Ja, dann schaue ich jetzt mal, dass ich die Erde hier unten wegkriege. Da, Moment, eigentlich nehmen wir wieder. Oh ja, ich bin schon wieder am Überziehen. Ja, Moment mal. Ich muss hier noch einen Stamm hinsetzen. So.